Moin, liebe Freunde des Jump'n'Runs und des Action-Adventures und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Viper. Wir spielen Alice Madness Returns. Und ich rede nicht lange drum herum, wir starten direkt ein neues Spiel. Und wir spielen auf Normal. Ja, alle vier Symbole sichtbar. Okay. Jetzt kann ich alle sehen. Bestätigen. Ja, lass ruhig aus. Ist okay. Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte. Du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Flur. Sergeant, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? Nein! Tu das nicht! Wehr dich nicht! Schwarz! Verderben! Es bringt mich um! Das Wunderland ist zerstört! Mein Verstand eine Ruine! Vergiss es! Verdränge diesen Traum! Erwache! So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten Sie bereits. Ziemlich oft. Und... Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Paps wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt da. Ja, wir sind im Spiel. Entspannt. Und ich muss tatsächlich sagen, so ein bisschen erinnert er mich, auch wenn es komisch klingt, an Kylo Ren. Sie sind weg. Der sagt nämlich auch, vergiss die Vergangenheit. Gut, wir spielen also die gute Alice Little, so heißt sie voll. Und wie ihr scheint, hat sie ein traumatisches Erlebnis hinter sich. Und ist deswegen in psychischer Behandlung. Ach, der Locus stinkt widerlich. Schlimmer als dein Zimmer?
So, ich bewege mich mal langsam, weil wir uns noch so ein bisschen umgucken. Es ist nämlich eine Ewigkeit her, dass ich das Spiel zuletzt gespielt habe, geschweige denn mal ein Let's Play geguckt habe. Es ist also kein Blind-Projekt. Aber es ist auch kein komplett, ich kenne das Projekt, kenne das Spielprojekt. Frag Liebestöter. Ja, ist klar. Und das Spiel ist relativ neu noch, das ist von 2011. Ja, ich weiß, es hat schon 8 Jahre auf dem Buckel, aber für meine Verhältnisse, wo teilweise Spiele sind, die über 20 Jahre alt sind, ist es relativ neu noch. Huch, war gerade etwas. Meine Geschichten für die Kinder tragen seltsame Früchte. Ihre Zeichnungen entlarven, was in meinem Geist vorgeht. Kann ich weitergehen? Okay. Ich wollte gerade sagen, hänge ich jetzt im Bildschirm fest oder was? Kann ich die Tür hier öffnen? Hallo? Nö. Okay, dann nicht. Also das ist jetzt erstmal alles Tutorial, gehe ich mal von aus. Es ist ein Saustall. Jo. Montag ist Waschtag. Was haben wir hier? Girls Room. Ah, okay. Drücke T, um zur Ego-Kamera zu wechseln. Okay. Der Puppe fehlt ein Bein. Beziehungsweise wurde ihr ein Bein abgerissen. Nicht nett. Hier ist eine Ente. Erinnert mich so ein bisschen an den Tiger-Enten-Club, nur dass sie nicht gestriffen ist. Habe ich als Kind geliebt. Doktor, nicht verkehrt. Immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. Was haben wir hier? Oh. Ein toten Fisch. Ja, wir sind doch in der Ego-Perspektive. Was willst du denn von mir? Gut, und ich kann schon mal sagen, die Musik ist richtig geil. Also, Alice Madness Returns, falls jemand das fragen sollte, das ist nicht so eine Yippie-Aye-Geschichte wie Alice im Wunderland. Gold ist wieder Doktorzeit. Ich habe mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Ne? Also das ist quasi eine düstere Version, wenn man so will. Eine dunkle Version von Alice im Wunderland, wenn man so möchte. Home Safe Home, ja. Was haben wir hier für Bilder? Hier haben wir eine Dame und eine Häuserreihe. Wahrscheinlich ein Kaufbereich, also ein Kaufviertel. Oder was? Wie man das nennen würde. Hier ist Gerümpel. Verstoßene Spielzeuge und abgetragene Schuhe haben eine Vergangenheit, wie die, die sie benutzt haben. Meine Vergangenheit ging in Flammen auf. Also anscheinend ist ihre Familie bei einem tragischen, kann man das Unfall nennen? Also bei einem Feuer anscheinend wo ums Leben gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was haben wir hier? Die Illustrated News stillt den unersättlichen Appetit auf die häusliche Hölle und Industriekatastrophen. Feuer im Streichholzfabrik. 6 Mädchen vermisst. Was wäre vorhersehbar? Die Welt ist im Wahn. Tja, das war sie anscheinend schon immer in der Moderne. Oh mein Gott. 10 Jahre in der Klapsmühle. 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Okay. 10 Jahre. Alter Schwede. Das ist heftig. Earn your keep. Also ich bin leider kein Englisch-Experte, falls das jemand übersetzen kann und will. Keine Ahnung, wie bescheiden ein Heim sein kann. Ohne meine Bilder und Fotografien könnte das auch mein Zimmer im Irrenhaus sein. Ah ja, das ist also das Familienporträt. Dieses Foto meiner Familie kam per Post. Keine Nachricht, kein Absender. Ich bin sehr dankbar für dieses Erinnerungsstück, aber ich würde den Absender gern danken. Das glaube ich dir. Also das ist Vater, Mutter und sie scheint eine Schwester gehabt zu haben. Ob sie jetzt eine ältere Schwester hatte oder eine jüngere, ich weiß es nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie ganz vorne, dass das Mädchen ganz vorne Alice ist und das Mädchen dahinter die große Schwester. Ich weiß es nicht genau. Dafür habe ich das Spiel zu wenig gespielt. Muss ich ehrlich zugeben. Was ist das für, was sind das für Bilder? Ja, haben wohl so ein bisschen mit dem Wunderland zu tun, wenn ich das richtig sehe. Und da ist, oben ist ein Wesen mit einem durchgestrichenen Kopf. Und eine Karte, wie das aussieht. Mhm. Okay. Hier haben wir einen Regenschirm. Gut, ich gehe mal vorsichtig weiter. Also das ist alles noch ein bisschen zaghaft, keine Sorge. Ich schaue mich jetzt erstmal so ein bisschen in Ruhe um. Ne? Also nebenbei lernt man auch so ein bisschen... Ah, da ist der Ausgang schon. Lernt man so ein bisschen nochmal das Spiel kennen. So ein bisschen mit den NPCs quatschen. Sofern sie was sagen wollen. Hier scheint man auch zu essen. So wie es aussieht. Liebling, zu gut fürs Irrenhaus.
Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Hat ihre Familie gekillt. Wer wollte die schon? Mhm. Also es scheint, die Leute glauben, sie hätte ihre eigene Familie umgebracht, wenn ich das richtig verstehe. Da haben wir den Doc mit seinen Patienten, die sogar eine Zahlenmarkierung haben, okay. Ein Klavier, Moment. Kann man interagieren? Das Selbstbewusstsein des Doktors ist gut eingefangen. Penibel gekleidet, ruhige Haltung. Knapp an klassischer Schönheit vorbeigeschrammt, hat er den Künstler wohl angewiesen, wie seine Nase zu sein hat. Also Dr. Lamb aus Bioshock 2 würde jetzt sagen, sein Selbstbewusstsein muss ausgelöscht werden. Ne, Bioshock habe ich ja auch schon Let's Play. In einem anderen Traum, vielleicht. Ah, man kann sogar sehen, wenn sie spricht. Ja, cool. Oha, jawohl. Ah, ich bin ein kleiner Junge. Mm. Alter, was für eine Fresse. Ah ja, hier sieht man die Schornsteine. Also ich weiß, dass es in London spielt und ich nehme mal an, dass es zur Zeit der Industrialisierung stattfindet. Das heißt... Mäuschen, sagt er zu ihr. Der Lärm ist so, so. Dicht, man könnte ein Haus draufbauen. Also man kann davon ausgehen, dass es zur Zeit der Industrialisierung spielt. Das heißt, Manufakturen, also Handwerkstätten, sage ich jetzt mal, Handfabriken verschwinden langsam und werden durch automatisierte Fabriken ersetzt. Na? Houndstitch Home, Rettungshaus für verwahrloste Kinder. Inhaber Dr. Angus Bumby. Oder Bumby, ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Wie gesagt, ich bin kein Englischfritze, ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Machine-Made Korsetts. Da sieht man schon, Maschinen stellen Korsetts her. Also es wurde damals vorher wohl per Hand gemacht, jetzt werden sie per Maschine gemacht. Dadurch sinkt dann auch der Preis dementsprechend und so weiter und so weiter. Wie wär's mit Boccherini, Fräulein? Oder lieber Pagadini? Wird. Ich bin ein ziemlicher Kunstbanause, entschuldigen Sie. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss und wo ich hin darf. Whitechapel Market. Mhm. Also wie gesagt, wir sind in der Hauptstadt Englands unterwegs. Arbeitet ihr auch mal? Wo ist Ihre Plakette? Ist sich wohl zu fein für uns. So verschlossen. Will nicht angefasst der werden. Der Sandmann kommt im Zug samt Wagen. Die Wie Fenster aus Mondlicht mit Sternennarben. Still, meine Kleinen. Keine Angst in der Nacht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Mhm. Okay. Also ich höre mir das alles jetzt erstmal in Ruhe an, was die Leute so zu sagen haben und die Kiddies. Die hat aber ziemlich große Augen. Und die Fresse, ey. Die will bestimmt irgendjemand adoptieren. Die Damen wollen mir nichts sagen. Na, Typ, was geht? Schief ab, Missy. Aber flott. Ein Halbstarker. Na, Oma, hast du es mit dem Rücken? Boah. Ist schon okay. Also es scheint, dass die Leute hier ziemlich arm sind, sag ich mal so. So wie sie den Eindruck machen. Die zieht auch so ein herrliches Gesicht. Also lächeln scheint hier so ein bisschen ein Fremdwort zu sein. Was denn, lieber Cheddar? Der beschissene Cheddar ganz besonders. Ich sehe ihn da nie. Hast du noch was zu sagen? Nö. Eine große Nase hat er, mein lieber Herr Gesangsverein. Also die Designs der NPCs sehen ja mal richtig cool aus. Oh, eine Katze. Eine weiße Katze. Hallo Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Ich glaube, wir sollen ihr folgen. Das verschwinde Leere sein. Ich kann dich schon fürs Übergeschnapptsein einbuchten. Alles klar. Der kann uns schon fürs Übergeschnapptsein einbuchten. Ist klar. Gut, dann folgen wir einfach mal der Katze. Ach, da ist sie. Wo ist diese Katze jetzt hin? Ich weiß, wo sie ist, aber ich will mich auch erstmal umgucken. Jedes Wesen muss letztlich sterben. Trotzdem schmerzt es, die Überreste einer Kreatur zu sehen. Das kann ich bestätigen. Also ich habe mal einen Tag auf dem Flohmarkt gearbeitet, praktikumsmäßig. Also ich sollte da frisch anfangen, aber ich habe da erstmal so ein Versuchspraktikum gemacht.
und die ganze Zeit in die leeren Augen von toten Fischen zu starren war nichts für mich. Also die taten mir richtig leid. Deswegen habe ich dann auch irgendwo gesagt, wissen Sie was, ich kann den Job nicht machen. Und habe das dann sein lassen. Ah ja. Oh Gott, ist sie dünn. Mensch, du kannst ja bei Germany's Next Topmodel anfangen. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist ja nur die Wirbelsäule, die sie hält. Alter, was ist denn hier los? Lust auf einen richtigen Job? Kein Windeln wechseln. Hm? Besser als wie sich aufopfern für Waisenkinder. Könntest du ihn glücklich machen, die Welt retten. Für jeweils 10 Minuten.